als Wahlmitarbeiterin bei der Kreiszeitung tätig und mich hatte schon immer mal interessiert, was Meerjungfrauenturm genau ist und wie das funktioniert. Deswegen bin ich heute hier am Hallenbad und probiere es einfach mal aus. Da lernen die Kinder mit dem Meerjungfrauenkostüm zu schwimmen, abzutauchen, ja, und sich unter Wasser zu bewegen wie ihre Idole bei H2O. Ja, das geht ganz anders als sonst. Das ist klar, wenn man die Beine und die Arme halt nicht so einsetzen kann. Die Beine sind ja in der Flosse. Das ist ein bisschen wie beim Apnoe-Tauchen mit Monoflosse. Und die Bewegung kommt aus dem Rumpf. Also die müssen mit der Hüfte eine Wellenbewegung machen, die sich dann in die Flosse fortsetzt und so Wellenbewegungen durchs Wasser machen. Total anstrengend. Das hört man ja auch überall. Es ist wirklich super anstrengend aus. Es ist auch total witzig. Also, es ist wirklich eine ganz andere Bewegung, als man das so normalerweise macht. Und es ist echt anstrengend. Aber es macht wirklich Spaß. Also, ich habe auch eben schon mit den Kleineren hier geredet. Und die meinen auch, es ist alles total gut. Also, ja, macht echt Spaß. Das biete ich hier im Hallenbad an. Also, man kann bei mir Kurse buchen oder auch Kindergeburtstag und das dann lernen. Okay. Aber Schwimmen ist Voraussetzung. Absolut, sicheres Schwimmen. Irgendwie am besten Bronze oder Silber. Die Kinder müssen mit dieser Flosse umgehen können und wirklich sicher schwimmen können.